Hallo, das ist der Kanal für euch. Du hast das Pyramidalist-Projekt gefunden. Das ist der Infokanal rund um Minecraft, Bucket, Techit, Feed the Beast, Mods, Plugins, Texture Packs, Server Packs, Serverkonfigurationen. Ich lade dich ein, mit uns das Projekt voranzutreiben. Join the Pyramidalist-Projekt und nutze den Link in der Videobeschreibung. So. Cut. Okay, ja, wir haben jetzt hier eine neue Aufgabe für uns gefunden. Und zwar, wir haben ja ein Modpack entwickelt, das heißt der GCR eigentlich. Und wir haben das letztes Jahr schon mal getestet. Also einmal natürlich haben wir diesen Trailer gemacht. Dann hat der GCR wohl auch ein Tutorial zu speziellen Mod innerhalb dieses Modpacks gemacht. Eine Mod-Vorstellung und dann ein Installationstutorial, wie man nur diese Mod installiert. Ah, okay. So, aber wie auch immer, jedenfalls könnt ihr das da euch mal anschauen. Und damit ihr das spielen könnt, und das habe ich letztes Jahr auch schon gespielt in der Vorversion, in der Null-Alpha oder so. Und da ist mir ja dieser Erzgott begegnet oder wer auch immer das war, jedenfalls, der hat dann auf mich rumgeballert mit irgendwelchen Hubschraubern und mich bombardiert und mein schönes Flugzeug weggemacht. Und das kann ich ja nun gar nicht leiden. Schönes Chester. Ja, mein schönes Flugzeug. Ich wollte damit durch die Gates. Ich mache das einfach kaputt. Oh. Ne? So, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir dem erstmal zeigen, wer der Herr der Lüfte ist. Und ne? Dem mal zeigen wir nach. So geht es ja gar nicht. Unsere Air Force macht sich bereit. Ja, genau. Da wird so niedergekämpft. Also, ne? So, auf jeden Fall müssen wir dazu erstmal das Modpack installieren auf der Maschine. Und dann zeigen wir euch, wie das geht. Es ist ganz einfach. Und zwar ladet ihr euch natürlich von dem Ort im Internet, wo das auf dem gceric.de angegeben ist, von dem Ort ladet ihr euch das runter, dann habt ihr auf eurer Maschine dieses Ding hier. Das Ding ist eine ZIP-Datei und die kann man entzippen mit irgendwelchen Entzip-Maschinen, Software. 7-Zip oder sonst was ist. Ja, genau. Also ich mache jetzt hier Rechtsklick drauf, dann könnt ihr bei mir das sehen. Ich habe also das hier zum Beispiel mit 7-Zip. Und dann kann man jetzt hier, ne, 7-Zip kann man öffnen, entpacken und bla 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 und so weiter. Aber ich mache jetzt entpacken nach Warpack. Was der erste Schritt in der README-Datei gewesen wäre. Die README-Datei kann ich doch jetzt noch gar nicht lesen. Oder soll ich doch mal rein? Wir machen mal öffnen. Nur mal öffnen. Ah, das können wir auch machen. Okay, innerhalb dieses Dinges, wenn man das öffnet, kann man dann zwei Dateien sehen, einen Ordner und eine Datei. Einer heißt README, auf Deutsch, lies mich mal. Und das ist so ein Text, in dem das halt geschrieben steht, wie es geht. Und der ist einerseits Englisch und andererseits Deutsch. Also hier immer sozusagen Englisch und dann hier hinten dann eben das Deutsche. Weil wir wollen schon, dass das möglichst auch eine Verbreitung findet. Und die Überschrift Hello User, die haben wir jetzt nicht auch noch ins Deutsche übersetzt, weil das finden wir ein bisschen... Hallo Benutzer, lass ich kacke an. Genau, so, okay. Dann haben wir also hier, wenn also irgendwas ist, könnt ihr also hier dann beim Wiki nachschauen oder vor allem auch auf der Home-Seite, Homepage von dem GCERIC. Und das ist relativ einfach. Ihr seht 7 Schritte, very simple, und das erkläre ich euch jetzt. Also erstmal entpacke die Minecraft Warpack ZIP in einen neuen Ordner. Also das machen wir jetzt mal eben. Das empfehlenswert wäre, wie gesagt, einfach nur entpacken nach Warpack. Na, wie auch immer, wir machen das, das was da steht. Das, was er gerade machen wollte. Genau, und jetzt machen wir das mal hier einfach hier, entpacken nach Warpack, und ihr könnt es ja mal woanders hin, weil es egal. Auf jeden Fall, völlig egal. Hauptsache, ihr habt hinterher, wenn das fertig ist, ihr seht, das macht er hier so ein bisschen. Das ist sehr einfach. Wenn ihr das dann entpackt habt, dann habt ihr hier auf dem Bildschirm irgendwie so einen Ordner, der zeigt euch dann, den ziehe ich gleich mal hier in unsere Nähe. Und dann machen wir damit weiter. Also der erste Schritt ist jetzt gleich vorbei. Dann haben wir hier auf diesem Ordner hier, den ziehe ich mir hier in unserem Umfeld. So, diesen Ordner haben wir jetzt. Das ist also quasi der Ordner, in dem dieses Modpack ist. Den öffne ich mal. Könnt ihr reingucken, das ist genau das gleiche, wie wir es gerade gehabt haben, als wir es geöffnet haben. Nur, dass es jetzt eben entpackt vorliegt. So, jetzt gucken wir in die Bedienungsanleitung rein. Die haben wir hier unten. Jetzt haben wir diesen Schritt ja schon gemacht hier. Jetzt machen wir den nächsten. Öffne den Ordner Rooming. Den, wo auch deine Minecraft ist. Ja, den müsst ihr natürlich suchen. Oder ihr wisst, wo er ist. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das bei Windows 7 geht. Und das ist eben bei allen Systemen ähnlich. Das geht einfach nur darum, dass man hier zum Beispiel unten das eingibt. Prozent App Data Prozent. Wenn ihr das eingegeben habt,
könnt ihr hier oben zum Beispiel einen Ordner finden, der heißt Rooming. Bei XP heißt der irgendwie anders ein bisschen, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, schon mal länger her. Und auf jeden Fall Rooming-Ordner anklicken. Dann kommt ihr hier in einen Ordner rein, dieser hier, ja, der ziemlich viele Dateien bei mir enthält. Bei euch ist das vielleicht längst nicht so. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, hier ist eine Datei drin, die heißt .minecraft. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Bedienungsanleitung an, wie es weitergeht. Also, öffnet den Rooming-Ordner, haben wir jetzt gemacht. Mag sein, dass dies in Abhängigkeit von deinem Betriebssystem etwas anders ist. Ja, hat man ja auch gerade schon drüber gesprochen. So, mache eine Sicherheitskopie des Ordners .minecraft. Das machen wir jetzt. Ne? Einfach draufklicken, rechte Mausklick, kopieren. Und dann machen wir irgendwie irgendwo hier hinklicken, wo es einfach so, und dann machen wir dann einfügen, ne? Bearbeiten, einfügen. Oder ich mache das normalerweise mit Tastatur-Shortcuts, aber bitte auch, kann man auch anders machen. Er macht da jetzt erstmal eine Kopie von. Das heißt, ihr habt von eurem Original Minecraft hier eine Sicherheitskopie. Dahin kommen wir auch gleich wieder zurück, sodass ihr wieder normal spielen könnt, wenn ihr das wollt. Aber ich glaube nicht, dass ihr das wollt, weil wenn ihr das kennengelernt habt, spielt ihr sowieso nur noch das. Hust. Wieso Hust, Hust? Ist doch richtig, oder? So, also, wir hoffen, dass es so sein wird, aber das ist nicht wahr. Okay, mache eine Sicherheitskopie. Haben wir es gemacht. Jetzt machen wir hier, lösche den Original Minecraft-Ordner, aber nicht die so gerade gemachte Sicherheitskopie. Klar, also hier das Wort Ordner könnte man auch mal groß schreiben. Also wir löschen jetzt das Ding erstmal. Also diese Datei hier oben, die wir hier oben hatten, diese hier, Minecraft, die könnt ihr jetzt komplett löschen. Ja? Also indem man irgendwie die Shift-Taste und Entfernen-Taste drückt und möchten Sie diesen Ordner wirklich unwiderruflich löschen? Ja, wollen wir. Denn wir haben eine Sicherheitskopie. Was soll man da mit dem Ding? Und genau, jetzt gucken wir wieder unsere Bedienungsanleitung. Da steht dann, ziehe den Punkt-Minecraft-Ordner aus dem Minecraft-Ordner in den Rooming-Ordner. Also, jetzt haben wir irgendwie, jetzt muss ich nochmal gucken, einmal haben wir jetzt diesen Ordner hier, da wo wir das reinziehen sollen. Und dann haben wir diesen Ordner, den haben wir ja hier auch auf. Da ist ja dieses Punkt Minecraft, das neue von dem Modpack. Und das ziehen wir jetzt einfach hier rüber. Also einfach draufklicken, linke Taste, draufgeklickt halten und irgendwie hier rüber, so dass da oben steht, weiter geht's, Erik, wie vorhin gesagt, das wusste ich auch noch nicht, da steht irgendwie nach Rooming verschieben. Und genau das soll er ja machen. Plups, loslassen die Taste und schon steht das Ding da. Ja, Bedienungsanleitung, wie geht's weiter? Starte dein Minecraft-Launcher. Und dein Profil sollte nun und so weiter GCR-Pyramidalist und so weiter heißen. Das werdet ihr gleich sehen, dass das einfach so ist. Das liegt daran, dass wir das eben so eingestellt haben. Das müsste für euch auch passen. Das heißt, wir machen jetzt mal den ganzen Kladderadatsch schon mal zu. Und hier ist meine Verknüpfung Minecraft zu starten. Das mache ich jetzt mal. Oder nicht? Ja, genau. Na, ne? Ja, so, ja, jetzt können wir eine Runde Kaffee trinken. Das dauert natürlich immer noch ein bisschen. Das geht aber relativ schnell. Genau. Vielleicht muss ich auch noch was dazu sagen. Du musst aber dazu was sagen. Ah, ja, genau, ja, das ist jetzt dein Part. Das Problem des Modpacks ist irgendwie, ich habe noch nicht gefunden, wie ich das wegmachen kann. Bedeutet, ihr könnt jetzt gerne auf Play drücken. Ihr werdet euch nicht bei mir aus meinem Account anmelden können. Also braucht ihr es auch gar nicht jetzt zu versuchen. Also müsst ihr euch jetzt euer eigenen Account jetzt hier einloggen. Das wäre bei mir dann zum Beispiel Pyramidalist. Ich sage am besten das Passwort noch laut. Pyramidalist, ja, das Passwort ist ganz einfach. Langer Piepton. Viel Spaß beim Rauskriegen. So, jetzt habt ihr das ja mitgekriegt, wie das geht. Und ja. Vom Prinzip her sind wir jetzt hier in diesem komischen Ding. Das ist ja von Minecraft jetzt wieder. Und dann steht hier unten, das hatte ich ja vorhin gesagt, dieses komische GCR-Pyramidalist, Modpack und so weiter. Das steht da automatisch. Da braucht ihr euch gar nicht mit zu beschäftigen. Und dann drückt ihr einfach auf Play. Das ist ja ein Plug and Play. Ne? Das ist ein Load und Play. Nein. So, und jetzt macht er natürlich alle möglichen Kram im Hintergrund. Keine Ahnung. Irgendwann wird er dann uns erzählen, dass er Minecraft hat. Und mit etwas Glück hat das Nitrado bis jetzt schon hingekriegt, den Server zu starten. Ja, genau. Also der Server, den gibt es ja schon. Also den, wo ihr dann testen könnt und wo ihr mitspielen könnt natürlich.
Und das ist allerdings noch ein... Ihr nehmt es ab dem Datum, wo wir den Download zur Verfügung stellen. Ja, genau. So, also genau, dies hier ist erstmal nur das Tutorial, wie es geht. Und der Server wird es dann demnächst öffentlich geben. Aber es ist im Augenblick dann noch eine AMD-Maschine und noch keine Intel. Und wenn ihr da Spaß dran habt und viele Leute mitmachen und spielen und sich gegenseitig mit irgendwelchen Gruppen und wie auch immer, PvP-mäßig, Streitkräften der verschiedenen Nationen und so wie auch immer, bekriegt, dann wird der Server natürlich aufgerüstet ohne Ende, sodass das hinterher ruckelfrei garantiert läuft. So, jetzt machen wir hier auch mehr Spieler, ne? Genau. Mehr Spieler? Mit etwas Glück ist ja schon da. Mit etwas Glück haben wir da Polling steht da. Was ist denn? Ist er immer noch nicht fertig? Ja gut, dann machen wir hier mal einen Cut. Der Server wird jetzt neu gestartet, extra hierfür. Und dann werden wir dann gleich drauf joinen. Also gestartet, nochmal aktualisieren. Ja, das mit dem gestartet, das dauert ja immer. Also wir können ja zwischendurch können wir ja noch Formlos machen. Ich mache mal abbrechen und mache mal hier einen auf Einzelspieler, um euch zu zeigen, dass ihr das natürlich auch selber als Singleplayer spielen könnt. Ihr neue Welt erstellen. Ne, könnt ihr dann irgendwie benennen, ist egal. Und dann könnt ihr das hier alles einstellen, wie ihr es haben wollt. Neue Welt erstellen. Und dann könnt ihr natürlich im Singleplayer erstmal ausprobieren, was alles geht und was nicht. Ne, also ich meine, das... wobei man sagen muss, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man im Singleplayer die Hubschrauber kriegt. Das ist ja dann ein bisschen schwierig, ne? Oder nee, das müsste doch gehen, weil das ist ja nicht... Das Gefühl, ein Problem mit LED und Nuklearkontrolle auf dem... Gut, wir werden mal sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Spiel und ihr könnt das dann gestalten. Ich mache jetzt mal einen Cut, bis wir auf dem Multiplayer-Server, auf unserem Server drauf sind. Bis dann erstmal. So, da waren wir vorhin und jetzt haben wir, also der Server ist also jetzt hochgefahren und wir können also jetzt hier drauf starten. Das ist ja alles schon voreingestellt, ihr braucht da gar nichts mehr zu machen. Einfach nur hier entweder auf Aktualisieren klicken, wenn er nicht erreichbar sein sollte. Aber wir haben das Glück, dass wir durch unseren Provider, also Server-Provider, also was weit über 90% Einschaltung haben, zumindest auf dem Hauptserver, bei dem hier werden wir das auch wahrscheinlich erreichen. Und also einfach auf Aktualisieren klicken und wenn ihr das gemacht habt, hier ne, dann eben das Ding anklicken, dass das eben aktiviert ist und dann Server beitreten, dann seid ihr quasi auf dem Server drauf. Ich mache das mal bildschirmmäßig was größer, indem ich das hier hinten so. Jetzt sind wir hier, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind in dem unteren Teil des Hauptgebäudes von unserer kleinen Militärbasis. So, dann gehen wir wieder raus und dann wird euch der GCR jetzt gleich erklären, wie er wieder zurückkommt auf das normale Minecraft-Spiel und ja, bis dann erstmal. Du gehst in den Roaming-Ordner. Das hat man vorhin ja schon, Roaming-Ordner. Also ich mache das jetzt mal hier unten über dieses App-Data wieder, damit ihr das nochmal seht, weil ich habe das bei mir auf dem Bildschirm oben eigentlich als Link drauf. Ich auch. Aber gut, man kann das eben... Manche Leute, so wie ich, einfach zu faul, die ganze Zeit App-Data. Ja, vor allem benutze ich das zu oft. Fünfmal am Tag bin ich da drauf. Ne? Ich so, und jetzt machen wir was? Minecraft öffnen? Du kopierst die Punkt Minecraft. Ah, die kopieren. Wenn man nochmal spielen möchte. Wenn ihr nochmal spielen wollt. Also wenn ihr den entpackten Ordner behaltet, dann ist das eigentlich auch egal, dann könnt ihr das so lassen. Ja, wie auch immer. Also den nennen wir jetzt mal einfach um. Und wobei, nein, ihr solltet den kopieren, wenn ihr eigene Welten habt. Genau, also deswegen kopieren ist immer wichtig. Dann machen wir nochmal einfügen, hier irgendwo hin hier. Ctrl-V. Dann kopiert er das und damit ihr das natürlich nicht vergesst, was das ist und wie überhaupt. Umbenennen. Ja, Moment, das nennen wir dann um. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis er fertig ist mit dem ganzen Kram. Hallo, guten Tag, mach mal. Es ist auch relativ umfangreich, das Modpack. Also allein die ganzen Waffen, die es da gibt, das ist unvorstellbar. Ne? Okay, aber. Mit verschiedenen Visieren, die ganzen Waffen. Gut, so, also das Ding ist jetzt hier unten. Jetzt könnt ihr das einmal anklicken oder nochmal anklicken. Irgendwann habt ihr das, dass ihr das schreiben könnt. Dann solltet ihr das Wort hier vorne, Punkt Minecraft, nicht verändern, sondern nur dahinter das so ein bisschen. Also das mache ich mir jetzt mal so. Warpack, ne? Damit ich weiß, was das ist. Und wenn man dann hier oben dann irgendwann ist, dann seht ihr also irgendwo hier unten ist jetzt dieses Warpack.
Das sind von mir verschiedene andere Sicherheitskopien. Also dieses Warpack haben wir jetzt auch. Das könnt ihr dann genauso wieder benutzbar machen, wie wir jetzt für euch das Minecraft wieder nutzbar machen. Denn jetzt geht's. So, gehst du in die Punkt Minecraft. Gehen wir in die Minecraft rein und löschen alles, was da drin ist. Kommt. Steuerung A. Ja, oder wie auch immer, auf Steuerung A ist auch immer gut. So, und jetzt machen wir dann Shift-Taste drücken und entfernen oder überhaupt entfernen, Hauptsache weg. Möchten Sie diese unwiderruflich löschen? Ja, genau, dann sind sie nämlich weg. Und dann holen wir haben ja vorher eine Sicherheitskopie von unserem alten gemacht. Das installieren wir wieder neu und dann haben wir alles. So, jetzt. Das Problem ist, das alte war das nur ohne Mods. Ne, das werden wir sehen. Roaming. Müssen wir einen höher gehen. Jetzt müssen wir hier wandern. Das war die zwei, Kopie 2 war das vorhin, ne? Ja, das kann sein. So, dann gehen wir da rein. Ansonsten könnt ihr ja auch das Warpack wieder installieren. Oder? Das ist egal. Ihr könnt einfach da reingehen in das, was ihr haben wollt. Markiert das wieder alles. Entweder so, wie ich das gerade gemacht habe, hier mit der Maus hin und her wandern. Oder eben String A. Ja, dann habt ihr STRGA. Dann habt ihr auch also einmal markiert. Dann macht ihr STRGC. Oder ihr macht einfach hier unter das Bearbeiten kopieren. Und dann geht ihr wieder in den Roaming ein höher und geht in den Minecraft rein. Der ist ja leer. Und dann macht ihr jetzt hier Datei bearbeiten einfügen. Ja, so. Ja. Dann kopiert das da alles rein. Und dann ist das wieder, wie es vorher war. Ja. Dann könnt ihr wieder spielen, so wie ihr das gewohnt wart. Und wenn ihr dann wieder dieses Warpack spielen wollt, macht ihr das ganz genauso. Die Minecraft leer machen, also die Punkt Minecraft leer machen, in die Punkt Minecraft Warpack reingehen, alles, was da drin ist, kopieren und das alles in die Punkt Minecraft. Das zum Beispiel ist jetzt eine ältere Version vom Warpack. Das heißt, da ist jetzt nicht so ein großer Unterschied drin. Ja, das ist ja ganz egal. Also vom Prinzip her ist es das. Vom Prinzip läuft das. So, soweit erstmal an dieser Stelle. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der Warpack-Server. Es wird ja am Anfang nur einen geben, aber wir werden sicherlich mehrere haben. Und möglicherweise werden wir dann später, wenn das System einigermaßen stabil ist, werden wir wahrscheinlich eventuell vielleicht auch für ausgesuchte Betreiber, die wir natürlich dann persönlich auch uns überlegen, wer das sein könnte, werden wir das Server-Pack rausgeben, sodass ihr dann auch Server selbst betreiben könnt. Aber wie gesagt, das werden wir technisch begleiten, damit das nicht irgendwie so einen Wildwuchs-Müll gibt, wo jeder meint, er könnte das Warpack irgendwo installieren und hat aber keine Ahnung davon. Gut, das werden wir also auf jeden Fall so machen und das wird also ein hochwertiges Pack immer bleiben, allein schon deswegen, weil wir das natürlich technisch und supportmäßig begleiten. Okay, bis dann, auf Wiedersehen, ciao, ciao, wir sehen uns in einem der nächsten was haben wir denn da? Let's Plays von diesem komischen Let's Play. Auf jeden Fall da, wo der Erzgott einen auf die Nase kriegt, weil ich mich jetzt erstmal mit dem Warpack so beschäftige, dass ich. Und ich den Führerfliegen beibringe. Ja, genau. Flugschein. Ne? Am Anfang bin ich die Flugente, ne? Das ist klar. So, okay. Bis dann erstmal. Ciao, ciao. Tschö.